Moin und herzlich willkommen zu einem Video von Genau. Wir spielen wieder Fortnite Battle Royale und heute werden wir mal eine Tilted Town Action Runde machen. Let's go, ich weiß nicht, was ich aufnehmen soll. Ich hätte gern klassisch Solo aufgenommen, aber klassisch gibt es nur in Duos und jetzt in Teams. Aber irgendwie kommt nie was in Solo. Ich verstehe es auch nicht. Sehr schön. Hier laufen hier die Leute vor der Schrotflinte einfach. Alter, der Pokertisch sieht geil aus. Gesehen, ne? Ich glaube, gleich muss ich zugreifen. Alter. Holy shit! Fuck, ich dachte, ich hol's noch. Digga. So, let's go, wir gehen wieder Tilted. Ich hab Bock. Ich hab Bock auf geile Starter. Auch wenn wir danach sterben, es macht einfach ultra Bock, nach Tilted zu gehen. Und wisst ihr, ich glaube, ich habe gerade herausgefunden, warum man sich in Fortnite einfach so aufregt, wenn man stirbt. Und das liegt einfach daran, dass man so lange wartet, bis man in eine Runde kommt. Ihr müsst mal überlegen, du wartest 20 Sekunden in der Lobby, oder 10, sagen wir 10, bis die Runde startet. Dann wartest du eine Minute in der Lobby. Dann musst du noch warten, bis der Bus vor dem Ort ist, dann musst du noch runterspringen, dann musst du den Gleiter aktivieren. Das ist schon zeitaufwendig irgendwo, wisst ihr, wie ich meine? Und da regt man sich dann, glaube ich, auf, wenn man stirbt. Wenn man auf Start drücken würde, und man könnte sich aussuchen, wo man landet, wie bei Battlelands Royale zum Beispiel, dann würde man sich, glaube ich, nicht so aufregen, weil wer regt sich schon bei Battlelands Royale auf? Sind wir mal ganz ehrlich. Niemals, was ist das denn für eine Scheiße? Gib mir Heilung. Gib mir Heilung! Scheiß drauf, komm. Jetzt sterben, da ist noch wer. Amen. Nee. Kein Amen. Ich, ohne Scheiß, ne? Apo Red landet immer Tilted Town und ich glaube, ich reg mich hier einfach nicht auf, wenn ich sterbe, weil ich schon damit rechne. Weißt du, es ist halt einfach spaßiger, als sonst irgendwo zu landen, 20 Minuten rumzucampen und dann, what the fuck, was schreibt der hier? Uiuiui, da ist schon wer mit der Waffe. Ja, zu schlecht. Das macht Bock, Alter. Das macht richtig Laune. Digga. Ach du Untermenschensohn.
Das regt mich viel mehr auf, wie wenn ich einfach im Tilt gestorben wäre. Eine Runde noch. Beste Wange. Eine Runde noch. Das ist so lächerlich, Digga. Die 95er Hits sind so lächerlich. Hä? Wie ist der auf einmal blau geworden? Digga, hat der da Pilz im Gebäck? Did I really just forget that melody? Dann halt nett. Sieh Maul. So, das ist eine gute Runde. Wenn ich jetzt sterbe, ist okay. Ohne Witz, wer tiltet nicht fühlt, der ist komplett lost. Alter, macht das Schaden. Ohne Witz, gefühlt ist die blaue viel stärker als die grüne. Aber so richtig viel stärker. So 20 mal stärker. 160 auf der Range, Digga. So will ich Fortnite spielen. So und nicht anders soll Fortnite sein. Hier leckt mir Marsch. Erste Schrottriss, der getroffen hat. Shit, ich hab keine Heilung. Ich muss mich ganz dringend verpissen hier. Da ist doch noch einer. Safe. Da war doch was. Hä? Ja. Ich bin in den Kuh gelandet. Surround Sound regelt. Komm. So. Wer will kämpfen? Zwei Biggies. Sei auch nicht nein. Ich kann nicht bauen. Fuck. Ich hab's immer noch nicht kapiert, ne? Man kann hier nicht bauen. Shit! 7 Kills! 7 Kills! Muss das sein. Ihr seid zwei Hurensöhne. Das ist scheiße. 7 Kills und dann kommt sowas. Du kommst raus aus Tilted.
aus der Old Town Road. Und dann kommen solche Leute, weißt du, einer schießt mir mit dem Jagdgewehr in die Fresse. Und dann kommt ein zweiter hinterher und staubt den Kill eiskalt ab. Und ich kann nichts dagegen tun. Leute, das ist scheiße. Aber damit muss man leben. Am liebsten würde ich einen Modus haben, wo man gar nicht bauen kann. Das wäre richtig geil. Da würde ich auch gut sein. Aber danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Wertung da. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Haut rein und ciao. Spin durch die Nacht in einem Benz. Hammer, mein Mann, die Uhr guckt, wie sie glänzt. Der Sternenhimmel scheint, Bro, VVS. Cruisen durch die City sind viel zu schnell.